Ja, wir sind jetzt hier im Nationalpark Berchtesgaden im Glausbachtal, einem Revier unserer Steinadler. Den Park gibt es seit 1978, das Adlerprojekt seit 25, jetzt 26 Jahren. Unsere Hauptaufgabe ist, sicherzustellen, dass die Steinadler beruhigt brüten können und zu wissen, wie sich der Bestand entwickelt. Und für uns im Nationalpark ist der Steinadler einfach von großer Bedeutung, weil er die Herzen der Menschen öffnet und wir somit viele Botschaften vom Nationalpark sehr gut und leicht vermitteln können. Also der wichtigste Erfolg von unserem Adlerprojekt in den letzten 26 Jahren jetzt war tatsächlich, dass wir es geschafft haben, Störungen durch Flugobjekte, menschliche Flugobjekte von den Horsten wegzuhalten und damit sicherzustellen, dass die Brut ungestört ablaufen kann. Jetzt im Mai sind die Steinadler mitten beim Brüten. Sie sind also stecken mitten im Brutgeschäft, hektische Wechsel zwischen Männchen und Weibchen. Jetzt entscheidet sich letztendlich auch der Erfolg der Brutsaison. In den nächsten Wochen schlüpft der Jungvogel und danach, noch 4 Wochen, ist es kritisch. Und danach können wir sagen, wird ein gutes oder ein schlechtes Jahr. Brutwechsel im Adlerhorst bedeutet, dass einer sitzt und das Ei jetzt im Mai hudert, das heißt wärmt. Und dann kommt der Partner und löst ihn ab. Der steigt rein, landet am Horst im klassischen Fall, Partner fliegt raus und der andere setzt sich drauf und macht weiter. Ich bin die Fenia, ich bin 19 Jahre alt und ich mache jetzt für 3 Monate hier ein Praktikum im Nationalpark Berchtesgaden im Adlerteam. Wir beobachten hier gerade den Horst in der Eiswand. Da brüten die Klausbachtaladler dieses Jahr und wir warten immer auf die Brutwechsel, um die Brut genau zu dokumentieren. Mit dem Spektiv ist es für uns auch möglich, in den Horst reinschauen zu können, weil das 20- bis 60-fache Vergrößerung hat, was man so halt nie sehen würde. Super, dass ihr da seid. Ohne euer Team würde das ganze Projekt nicht funktionieren. Ihr habt jetzt heute das erste Mal einen Brutwechsel gesehen, was total wichtig ist. Aber jetzt müssen wir drauf schauen, was passiert im Horst. Also wann schlüpft der Junge? Und das ist das Nächste, was wir schaffen müssen zu beobachten, um dann zu wissen, wann der Ausflug ist.